So, hallo liebe Freunde und Sammlerkollegen. Es ist Zeit für eine neue Runde Saro Vloggt und es wird wirklich, wirklich Zeit für eine neue Runde Saro Vloggt. Ich habe hier Unmengen an Zeug liegen. Ich habe da noch ein Päckchen, was geunboxed werden möchte. Die Flohmarktsaison hat wieder angefangen. Ich bin so happy. Es ist unglaublich. Also die letzten Wochen ist hier eigentlich nicht wirklich viel angefallen. Und dann kamen jetzt 2 Wochen Flohmarkt-Nachgang plus Börse in Montabaur und ich habe hier einfach nur so unglaublich viel Zeug rumliegen. Also wenn ich mir diesen Tower hier angucke, ist das so ein Oschi und ich darf eigentlich gar nicht so viel labern. Es ist halt einfach viel, viel, viel zu viel. Ja, ich glaube, ich fange einfach mal zeittechnisch in der Vergangenheit an und muss jetzt hier sogar, weil ich mich mal wieder versortiert habe, ein klein wenig umdisponieren. Genau. So, ich habe vor einiger Zeit mal wieder unserem GameStop einen kleinen Besuch abgestattet, der da eine schöne Aktion hatte. Und zwar war das Ganze für gebrauchte PS3-Spiele und gebrauchte Xbox 360-Spiele. Damals noch die 3-für-2-Aktion. So, scheinbar schmeißen die so langsam alles an PS3 und Xbox 360 raus, bis auf die Sachen, die auf der Eintauschliste stehen, halt eben immer gehen, aber auch tendenziell immer teuer sind. Naja gut, auf jeden Fall habe ich da so ein bisschen durchgeguckt und wer eins in eins zusammenzählen kann, der weiß so etwa, bei so 3-für-2-Aktionen ist es immer am günstigsten oder kriegt man den günstigsten Preis, wenn man 3 Artikel zum gleichen Preis kauft. Dann kriegt man nämlich haargenau 33,33% Rabatt oder 3333-Periode. Jo, gesagt, getan. Und ich habe mir dann einfach mal schlicht und ergreifend aus dem Regal 3-4,99 € Titel rausgesucht, die ich noch nicht hatte. So, bei einem bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass der eine ganze Schippe vielleicht nicht, aber dass der ein bisschen drüber liegt. Und bei den anderen beiden bin ich einfach nur froh, dass ich sie in der Sammlung habe. So, lang Geschwafel, wenig Sinn. Besagter Titel, bei dem ich mir nicht so hundertprozentig sicher bin, ob er nicht sogar ein bisschen mehr wert ist, ist Fist of the North Star, Ken's Rage 2. Den ersten Teil habe ich vom guten Spidey bekommen. Grüße an der Stelle, Spidey. Und ja, kann dann jetzt auch den zweiten und, soweit ich das weiß, letzten Teil für die PS3 mein eigen nennen. In der guten alten deutschen USK-Version. Ja, das war Nummer 1. Wir legen das mal hier runter. Nummer 2 in dem Bunde war ein NBA Jam und das hat so ein bisschen den Nostalgiefaktor bei mir geweckt. Ich habe keine wirkliche Verbindung zu irgendwelchen Sportspielen außer dem alten NBA Jam, das es auf dem Super Nintendo gab. Ja gut, wer das nicht gespielt hat, der hat nie irgendwelche tollen Sportspiele gespielt, meiner Meinung nach. Ich bin kein FIFA-Spieler, ich mag keine realistischen Simulationen à la FIFA, NHL, NBA, hast du nicht gesehen. NBA Jam mit 2 Leuten auf dem Platz. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ob es noch die Monsterköpfe gibt, wie damals beim Super Nintendo. Ich würde es extrem feiern. Es wird auf jeden Fall mal reingeschmissen. Ja, ist aber. Das ist einfach nur pur mitgekommen. Ich habe auch nicht wirklich auf den Preis geachtet. Letzten Endes waren es dann 3,33 €, die ich dafür bezahlt habe. Waren mir das Spiel wert. Also kam das mal mit. Natürlich auch noch nicht in der Sammlung, deshalb überhaupt. Sonst hätte ich mir wahrscheinlich auch kein Sportspiel gekauft. Jo, und das letzte im Bunde war ein Dynasty Warriors 7 Empires. So, das hier ist meines Wissens der gleiche Teil, wie er auch für die Vita rausgekommen ist. Schätze ich mal. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ist auch gar nicht schlimm. Jo, das Ding ist hier in einem ziemlich geleckten Zustand. Also es hat sich wahrscheinlich einer gekauft und einmal gezockt und wieder ins Regal gestellt und das muss dann jetzt irgendwie vor kurzem mal GameStop in die Hände gefallen sein, weil das ist auch noch nicht wirklich viel durchgeblättert worden, so wie das aussieht. Also sogar die Hülle ist noch relativ gut. Jo, kann ich so tatsächlich nicht viel zu sagen. Ich glaube, das ist so ein Warriors-Ding wie Hyrule Warriors zum Beispiel, wo man einfach nur so als einzelner Typi gegen zigtausende von Menschen oder Gegnern halt eben dann darum schnetzelt. Ob so ist oder nicht, ich vermute es, aber genaueres kann ich nicht sagen. Hat mir noch gefehlt. Jo, und für 3,33 € dachte ich mir, kannst du mal machen. Des Weiteren hat GameStop
ein paar Lego Dimensions rausgeschmissen und habe ich mir einfach mal zwei geschnappt, die ich noch nicht hatte. Ja, Lego Dimensions ist leider so eine Geschichte. Ja, es kam die erste Version, die mit den blauen Bases, und jetzt kamen dann noch die gelben, also die zweite Batch, was auch immer, wie man es nennen mag. Season 2, sagen wir einfach mal, kam jetzt noch raus mit den gelben Bases und jetzt ist aber dann Schluss. Ja. Lego Dimensions wird ganz offiziell eingestellt. Alle Märkte hauen den Krempel mittlerweile raus, was das Zeug hält. Die wollen einfach nur die Regale irgendwie leer kriegen, bis das Ganze wieder von der Pyramide aufgekauft wird, neu ausgepreist und dann wieder in die gleichen Läden an der gleichen Stelle wieder aufgebaut wird. Ja, die gute alte Pyramide. Gute alte Pyramide. Ich halte nicht wirklich viel von dem System, aber gut, wenn so ein System wie jetzt zum Beispiel Infinity, also Disney Infinity oder die Skylander oder Dimensions noch ein Stück weit am Leben hält, dann soll es halt eben so sein. Es ist bei manchen Sachen mit Sicherheit eine gute Möglichkeit, um günstiger an die Sachen ranzukommen. Bei anderen Sachen ist es halt eben schlicht und ergreifend einfach nur über teuer. Diese ganzen 20, 25 Euro Titel, die teilweise da drin haben, die sind einfach nur, die kriegt man für 5 bis 10 Euro auf dem Flohmarkt hinterhergeschmissen. Klar, dann sind sie gebraucht, aber ey, wer braucht's? Na gut, egal, ich verfall schon wieder in die Schwafelei. Hier hätten wir einen ursprünglich 14,99 DC Comics, wie heißt der, Aquaman, den ich für einen schmalen Taler von 2,96 Euro bei GameStop abgestaubt habe. Jo, der Gute ist jetzt nicht mehr sonderlich frisch. Der hat zwar noch seine Aufkleber, ist noch sealed, hat aber hier auch schon mal so einen leichten Knick abbekommen. Ist mir jetzt ehrlich gesagt ziemlich egal. Ich werde das Ding eh auspacken und bei mir ins Regal stellen und die Packung kommt Ablage A, Falleimer. Und des Zweiteren hätten wir hier einen E.T. Den fand ich ganz cool. Hat halt eben so einen kleinen besonderen Kopf da oben drauf. Ist so ein Mini-Modell, also der mit den kleinen Füßen, die sich nicht bewegen lassen. Und ja, hat mir auch noch gefehlt. Der ist jetzt übrigens aus der zweiten Serie. Ne? Gelbe Bases, wie eben schon gesagt. Der kam, glaube ich, zeitgleich mit den Powerpuff Girls und den Goonies. Wobei ich da sehr schade finde, dass da nur Chunk rauskam und nicht die Goonies selbst. Egal. Mein Problem, werde ich wohl nicht mehr erleben. So, das wär's zu den Dimensions. Dann, wo machen wir denn weiter? Ja gut, legen wir gerade mit GameStop nochmal weiter los. Jetzt muss ich hier nur aber ganz kurz mal reinschauen, weil da war noch ein Flohmarktfund mit drin, den ich da extra reingetan habe. So, und zwar habe ich bei GameStop mal wieder die Eintauschaktion genutzt, die gib uns zwei Spiele von der Eintauschliste, lege 10 Euro drauf und du kriegst ein futsch neues Spiel von uns und ich habe mich für Far Cry 5 entschieden. Jo. Viele Stunden schon rein investiert. Ich glaube, es wird auch keine Woche, anderthalb mehr dauern. Dann werde ich wohl das erste Mal durch sein durch das Ganze. Affengeil. Also ich finde es richtig, richtig gut. Ist halt ein typisches Far Cry. Ja? Also man darf jetzt keine mega Sprünge erwarten. Man darf jetzt nicht erwarten, dass da das Rad neu erfunden wird. Es ist ein ganz, ganz solides Far Cry. Aber mit Fliegen. Abgesehen vom Gyrocopter. Es gibt Flugzeuge. Ja, nein, was auch sehr interessant ist, ist das Companion-System, also die Begleiter, die man freischalten kann, haben kann. Bis zu zwei Stück kann man dabei haben und ich spoilere jetzt mal, Achtung, es gibt einen Bären, der schnetzelt alles weg. Cheeseburger ist der Gute. Macht Spaß, ist toll. Eigentlich nur noch ins Lager schicken, zugucken, zurücklehnen, feiern, toll. Ja, ich habe dafür abgegeben ein The Walking Dead Survival Instinct für die PS3 und Get Even für die PS4. So, letzten Endes habe ich jetzt für das, was ich bezahlt habe und die 10 Euro, ich glaube so circa 25 Euro für ein neues Far Cry 4 in der Deluxe Edition bezahlt. Da ist noch hier dieses kleine Mäppchen dabei, aber das werde ich jetzt an der Stelle mal lassen, das vorzustellen. Jo, dann war ich mal wieder im An- und Verkauf meines Vertrauens. Und der Gute hatte ein Upgrade für mich. Und zwar ein Persona 4 Arena Ultimax. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz hinter mich. Wenn ich irgendwo den Buchstaben P finde. H-J-K-L-M-N-O-P. Wahrscheinlich sitze ich genau davor. Ja, ist so. Ist ein Upgrade für mich. Der Gute wollte dafür von mir einen Zehner haben.
Normalerweise, er hat gesagt, ja, das geht aber ein bisschen höher. Und er hat jetzt auch so langsam angefangen, dann die Sachen tatsächlich mal so auszupreisen, wie sie dann auch auf eBay sind. Und das schmeckt mir eigentlich so gar nicht. Das war so ein schöner Laden, bei dem hast du was im Regal gefunden und du wusstest genau, okay, der preist alles gleich aus. Und das ist ein gefundenes Fressen, ja. Da habe ich mir immer schön mal ein Minecraft rausgezogen für die PS3, für die Eintauschliste. Und der fängt jetzt an und macht dann auf dem Minecraft so einen 20€ Aufkleber und auf dem Donkey Kong Country macht dann 25€ Aufkleber und auf Gameboy-Spiele dann teilweise auch. Und ja, eigentlich hat es sich mit dem Laden dann jetzt auch für mich erledigt wahrscheinlich und wenn sich nicht allzu viel tut die nächsten Male, wird es wohl auch auf lange Dauer das letzte Spiel gewesen sein, was ich bei ihm gekauft habe. Schade, aber schöner Abschluss, muss ich ganz klipp und klar sagen. Jo, dann weiter im Text. Es ist noch so viel Geraffel hier rum. Das ist ultra krass. Ja, die zwei, die lege ich, glaube ich, mal fürs nächste Mal einfach nur beiseite. Jo, ich war mit dem guten Miwo unterwegs und mit Miwo habe ich diesmal richtig Glück gehabt, muss ich sagen. So, da muss ich hier oben die Sachen mal beiseite legen. Das kommt beiseite, das kommt beiseite, das kommt beiseite. Und dann kommen wir so langsam in den Bereich der Vorbörsenbeute. VBB. Ja, Miro und ich haben uns am Vorabend bei mir zu Hause getroffen auf ein Bierchen. Er war dem leider Gottes sehr, sehr spät, sonst hätten wir vielleicht schon ein bisschen was gezockt. Aber so kam er mal wieder zum Schnacken. Und ist immer ganz, 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 ganz geil, wenn Miro vorbeikommt. Ich feiere das immer extrem, weil super netter Typ. Hallo nochmal an der Stelle. Und ja, da hat sich so im Laufe der Zeit auch eine richtig gute Freundschaft entwickelt. So. Ja, wir uns halt eben gedacht, komm, Börse, alles schön und gut. Aber eigentlich müssen wir doch vorher auf den Flohmarkt. Ey, für letzte Woche war so geiles Wetter angesagt und es war geiles Wetter. Und eigentlich sind wir viel zu früh von dem Flohmarkt wieder abgehauen, weil sich der Retro-Krempel zum Frühstück angekündigt hat. Hallo Marco an der Stelle. Übrigens auch immer sehr gerne willkommen. Das hat sich so schon so eingebürgert. Miwo kommt am Vorabend, Marco kommt am selben Tag morgens vor der Börse. Wir frühstücken alle zusammen, fahren dahin, haben einen geilen Tag und danach geht's so jeder seiner Wege. Ja, aber ich laber. Der erste Fund des Tages. So. Auf meinem Stammflohmarkt war gar nicht mal so übel. Weil wir sind dann da so durch die Gegend gelaufen. So, und ich bin jetzt hier wieder am Sortieren wie ein Wilder. Sind dann da so durch die Gegend gelaufen und der erste Stand, den ich sehe, der überhaupt irgendwas an Videospielen hatte, hatte dann so ein paar, ihr könnt es ja hier so sehen, ein paar Xbox 360 und PS3 Spiele. Und auf meine Frage hin, ja, was er denn so pro Spiel etwa haben wolle, meinte er nur so pauschal 1€. Gut, dann gucke ich doch mal. So, im Schnelldurchlauf mitgenommen habe ich ein Fallout 3, wird gehen. Ein Dark Souls 2, wird gehen. Ein Dark Souls 1, wird gehen. Ein Beyond Two Souls wird eine Upgrade-Kopie für meines, weil da leider Gottes eine Videothekenkopie und mega Aufkleber hast du nicht gesehen. Ein Prince of Persia, ein Turok bleibt, ein Dragon Age Origins, auch Ausgleich, also für meins, und ein Uncharted Drake's Schicksal. Da habe ich nur die UK-Version, wird durch die deutsche PAL ersetzt. Ja, sehr, sehr geil. Miwo hat dann an dem Stand auch noch ein Hörbuch gefunden oder was auch immer. Ich habe dann 2, 4, 6, 8. Wir haben dann mit dem Hörbuch, glaube ich, 12€ bezahlt und ich fand's geil, ich fand's super. Ja, also 8€ für die ganzen Titel hier, ihr könnt es euch gerne nochmal angucken, fand ich bombig. Absolut. Kann man auf jeden Fall mal so machen. Jo, dann ging es weiter und das nächste, was ich gefunden habe, deshalb auch nur ganz schnell, weil es eine Blu-ray ist, gab's Star Wars Das Erwachen der Macht für einen schmalen 3€. Die er aufgerufen hat. Nein, 4€ hat er aufgerufen und ach du liebe Güte, sogar noch eine Bonusdisc drin. Ja, warum auch immer. Also das Ding, Blu-ray mit Bonusdisc noch nicht gesehen. 3€ für das Ding, dachte ich mir, jo, kannst du mal einen abendfüllenden Film definitiv für mitnehmen. Danach wird er wohl auch wieder gehen. Ich bin nicht der größte Star Wars Fan. Nein, eigentlich bin ich gar kein Star Wars Fan, aber ich gucke mir die Filme ab und zu gerne mal an. Ja, so Leute gibt es ja auch. Es muss ja nicht immer nur Fanboys geben. Ja, weiter geht's im Text. Ein paar Stände weiter habe ich dann ein paar 3DS-Spiele gefunden. So, Miwo steht neben mir und schon so am Schmachten gewesen. Aber ich habe es halt zuerst entdeckt. Ich weiß nicht, ob er mir auch den Vortritt geben lassen wollte. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir bei dem Jungen ein
Lego Marvel Super Heroes rausgesucht. In ziemlich schicken Zustand. Da ist auch noch so ein Leaflet drin. Sehr ungewöhnlich für ein 3DS-Spiel. Also so ein Foldout sogar. Und noch ein Flyer. Und ach, hast du nicht gesehen? Also sehr, sehr schick. Dann gab es da noch ein Pokémon Sonne. Ja, das erste nach den farbigen 3DS-Titeln, glaube ich, das ich besitze. Also ab Sonne, oder eher gesagt vor Sonne, habe ich sie alle mal gehabt zwischendrin, aber das hier tatsächlich noch nicht. Ob es bleiben wird oder nicht, wird im Endeffekt das Anzocken zeigen. So, jetzt haben wir auch mal das Cover wieder gerichtet. Ja, sehr, sehr cool. Fand ich toll. Und da habe ich ihn gefragt, ja, was er denn pro Spiel haben will. Und er meinte, ein Fünfer. Jo, gut. War halt ein Bub von, lasst mich lügen, 11, 12 rum, würde ich den mal schätzen. Guckst du zu seiner Mutti rüber. Fünfer pro Spiel, okay. Sie nickt. Dann sage ich, okay, wir sind ja auf dem Flohmarkt. Wir handeln ja ein bisschen. Komm, legst mir den drauf. Ein für die PS3 MotoGP 09/2010. Von Capcom. Das ist der einzige Grund, warum ich das noch mal oben drauf geschmissen habe, weil ich es recht interessant fand, dass Capcom mal einen Racer macht. Jo, und da habe ich gemeint, komm, mach mal einen 10er. Und da sagte er, oh, mach mal 11. Und er sagte, ist in Ordnung. Also, ich sage jetzt einfach mal einen Euro. 5, vollkommen in Ordnung. War, glaube ich, auch der Fund des Tages. Weil das Pokémon Sonne ist weitaus mehr als ein 5er wert. Das weiß ich, aber ich werde mich nicht wehren gegen Schnäppchen. So, und dann kommen wir auch schon zum letzten Fund des Tages. Und der war äußerst cool eigentlich. Ich weiß, die Sachen sind bis auf eins nicht so extrem viel wert, aber die Zustände haben mich doch ziemlich gereizt, muss ich sagen. Und zwar habe ich seit längerem mal wieder Wii-Spiele mitgenommen. Wii-Spiele sind ja so eine Sache. Momentan ist nicht unbedingt die Zeit, um Wii-Spiele zu kaufen schon, aber zu verkaufen nicht unbedingt. Also wenn man die Sachen tatsächlich zum Refinanzieren dann irgendwie sich besorgt, dann kann es doch passieren, dass man da, wenn man jetzt nicht unbedingt Mario-Titel liegen hat, dass man da so ein bisschen draufsetzen bleibt. Wo ich jetzt aber nicht mit rechne, wenn ich da mit einem Animal Crossing in der Box um die Ecke komme, wo auch, weiß nicht, ob man das jetzt gut erkennen kann, alles noch drin ist, inklusive diesem Wii Speak und einem wirklich wie geleckten Spiel. Also richtig cool. Diese komplette Box sieht auch aus, als wäre die, naja, bis auf hier oben, da hat es mal ein bisschen was abgekriegt, sehe ich gerade, aber hier sonst ist da echt nichts dran. Super, absolut geil. Dazu gab es dann noch ein Wii Music und das habe ich tatsächlich mitgenommen, weil ich so mit Schuber bis heute äußerst selten auf dem Flohmarkt irgendwo gesehen habe. Ich weiß, das ist ein 2-3 Euro Titel, also wirklich nicht viel. Aber mit Schuber ist echt schön, muss ich sagen. Auch eine richtig fette Anleitung. Soll auch nicht so das berühmteste Spiel sein, aber ich fand es einfach toll. Und vielleicht findet sich ja auch irgendjemand, der es gerne hätte. Ja, weil so, das sind so kleine Obskuritäten, nenne ich es jetzt einfach mal, die dann doch ab und zu nochmal einen Liebhaber finden. Jo, dieses hier. Und dann gab es natürlich noch den Füllertitel schlechthin, ein Mario Kart Wii. Ja, hier. Bombenkurs, muss ich sagen, für alle drei. Das hier ist echt, die Anleitung ist nie da rausgenommen worden und das Spiel hat, glaube ich, auch zweimal die Konsole gesehen, wenn es hochkommt und ist dann wieder in der Hülle gelandet. Also absolut geile Zustände, wunderbar. Und ich habe dann, weil die Frau ursprünglich 8 Euro pro Spiel haben wollte, und das war mir jetzt speziell für Wii Music und Animal Crossing dann doch ein Müh zu viel, dafür wäre es definitiv in Ordnung gewesen. Aber ja, summa summarum, 8, 16, 24, da wären wir schon weit über dem gewesen, was ich eigentlich hätte bezahlen wollen. Dann habe ich gemeint, ja, gute Frau, eigentlich würde ich ungern mehr als ein Fünfer für die Spiele bezahlen. Jo. Das heißt, nee, 15 ist jetzt zu wenig. Und dann haben wir so nach ein bisschen hin und her haben wir dann gesagt, okay, komm, wir machen 17. Jo. Passt für mich, 17 Euro sind 5,66 Euro, 6, 12, 18, ja doch, passt. 5,66 Euro etwa pro Titel. Und das kann man dann definitiv mal machen. Jo. Wunderbar, fand ich absolut geil. Das war der Flohmarkt vor der Börse. Affengeil, absolut super. Also das war wirklich so der erste richtig, richtig gute Tag für dieses Jahr. Absolut toll. Jo, dann gehen wir mal weiter zu dem Tag letzte Woche, der Flohmarkt-Tag. Der war nämlich dahingehend absolut ernüchternd. Ich habe an dem Tag ein Spiel mitgenommen,
Ein einziges. Das auch nur, weil ich nicht komplett ohne irgendwas nach Hause gehen wollte und habe ein Mobile Suit Gundam Target Inside mitgenommen. Jo. Kleines Gundam-Spiel, von dem ich bisher noch nicht viel gesehen habe. Also daraufhin gesehen, dass ich einfach nur noch nicht... Ich habe es noch nicht in freier Wildbahn gefunden. Ja, ganz, ganz klipp und klar. Die Peggy-Version, ich kann euch nicht viel dazu sagen. Ich weiß nur, man steuert einen Roboter. Hä, das war's. Bing! Ja. 4 Euro, dachte ich mir, komm. Eine Erweiterung für die PS3 für 4 Euro und wahrscheinlich knappe 3 Euro Fahrtkosten an meinen Stammflohmarkt. Aber gut, dann hat das Spiel halt eben 7 Euro gekostet. Aber ich habe eine Addition für meine PS3-Sammlung. Jo, dann kommen wir zu meinen Börsenfunden. Die Börsenfunde. Ja, eigentlich alles nichts Weltbewegendes. Ein bisschen was für die Tauschliste von GameStop. Ein bisschen was für meine eigene Sammlung. Und ein kleines Channel-Geschenk. Komme ich gleich zu, muss schon extra legen. Und sogar noch ein Tausch mit dem guten Uli. Mal dem, ich sage jetzt einfach mal Händler meines Vertrauens. Also den kann ich immer mal anhauen. Das ist so auch eine meiner stärksten Competitions auf meinem Stammflohmarkt. Aber das läuft so auf der Schiene Leben und Leben lassen. Also auf gut Deutsch, wenn es mir scheiße geht, gibt er mir was. Und wenn es ihm scheiße geht, also wenn er mal gar nichts findet, dann schuste ich auch immer was zu. Ja? Er hat Preise, die sind in Ordnung, nicht wirklich fragwürdig, sie sind okay, aber nicht die Welt. Jo. Er hat jetzt an der Börse, weil ich gesagt habe, hier komm, ich will Zeug raus haben, ich will weg. Ja, und wenn ich was haben will, dann was für meine eigene Sammlung. Und wir haben Mega Drive 1 getauscht, der ja vom Zustand her eher eine 3 bis 3 minus war. Und der Controller schon einen leichten Knacks hatte. Und dann hat er gesagt, ja komm, machen wir einen Tauschwert von 35 Euro, sucht der Krippel aus. Und ich habe mir ausgesucht Star Wars Force Unleashed 2. Herr der Ringe, die Eroberung für die PS3 und ein Super Nintendo Spiel, und zwar Tasmania. Jo. Die drei Games hier für gegen einen Mega Drive 1 fand ich fair, weil ich glaube, ich habe für den Mega Drive 1 auch nur einen 10er oder sowas bezahlt. Und im Umkehrschluss hat das schon gepasst. Ja, also ich sage, Leben und Leben lassen, macht er genauso. Jo, davor hat er mit mir noch eine Kleinigkeit getauscht. Ich glaube, es war ein Professor Layton-Teil, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann habe ich von ihm tatsächlich auch endlich mein Metal Gear Solid HD Collection für die PS Vita bekommen. So. Absolut lustige Geschichte. Ich habe mein erstes, was ich hier in der Sammlung stehen habe, von Uli. Das hier jetzt auch. Das erste, was ich von Uli habe, ist ohne Cover in meine Sammlung gewandert. Also wirklich nur blauer Rücken, nur Modul only. Hat er mir damals auf irgendeinem Flohmarkt mal verkauft gehabt. Für 8 Euro oder sowas in der Dreh. So, das hier, das hatte er jetzt, ich glaube, für 15 auf dem Tisch liegen. Und dann gucke ich da rein. Und was ich gar nicht wusste, so jetzt muss ich mal seine Karte hier wechseln, das Ding hat eine Anleitung. Ja, da war ja Buff. Und dann sagt ich, oh, das hat eine Anleitung, das hat ein Cover, da muss man doch mal machen. Da müssen wir reden. Jo. Gesagt, getan. Er hat von mir, ich glaube tatsächlich, einen Professor Layton-Teil bekommen für den Nintendo DS. Und ich bin um ein Vita-Spiel in schönem, kompletten Zustand reicher. Was ich richtig, richtig cool fand, und das ist halt eben auch der Grund, warum ich mir Uli als zwar Händler, aber guten Händler irgendwie warm halte, ist, ich habe ihn eine Woche später angehauen und habe gemeint, sag mal hier, wenn du mal dieses Spiel nochmal finden solltest, tu mir doch mal einen Gefallen und leg mir mal das Cover auf den Scanner. Hat er gesagt, ja, ich guck mal. Eine Woche später trifft er mich auf dem Flohmarkt und drückt mir tatsächlich auf Fotopapier ausgedruckt in feinster Qualität dieses Cover in die Hand. Sogar schon fertig zugeschnitten, alles Bombe, alles Tutti. Und da war ich echt baff. Fand ich super, super geil. Also das ist mal, ich nenne es jetzt auch immer Service, ja, weil das ist ein Ding, das hätte er nicht machen müssen. Und damit hat er auf jeden Fall bei mir einen Stein im Brett. Er ist auf jeden Fall ein netter Typ und das passt schon. Jo. Dann
ganz schnell zwei Sachen. Ich habe mir Walking Dead Survival Instinct wieder zurückgeholt und ein Minecraft für die PS3. Und mit der nächsten Eintauschliste von GameStop gehen die zwei auch wieder. Dafür habe ich 9 bezahlt, dafür habe ich 9 bezahlt. Also 18 Euro, dann lege ich einen 10er drauf und dann habe ich für 38 Euro irgendein futsch neues Spiel. Bitte, 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 bitte lass es God of War oder Detroit Became Human auf die Eintauschliste schaffen. Das wäre mal bombisch. Ich meine, meine Frau wird es verfluchen, weil sie mich dann erstmal wieder nicht zu Gesicht bekommt. Aber das Leben eines Gamers, nicht wahr? So, und dann einen riesengroßen Shoutout. Vielen, vielen Dank, lieber Alex. Alex Geven. Alex G. Nein, klingt auch falsch. Geven, wir bleiben dabei. Er hat von mir so ein paar Tipps bekommen, auch Vita-Sammler. Er hat gesagt, hier, du hast mir so geholfen bei meiner Vita-Quest, nenne ich es jetzt einfach mal, ich will dir was Gutes tun, brauchst du was? Da habe ich gesagt, ja, hier, komm, du bestellst auch ab und zu bei Amazon UK. Meine, ich habe keine Kreditkarte, also kann ich dich bei Amazon UK bestellen. Ist ein bisschen dämlich, wenn es nur an der Kreditkarte hängt und dann immer irgendjemand anzuhauen, so, könntest du mir nicht? Und ach, das mache ich nicht so gerne. Und er hat gesagt, hier, komm, pass auf, mein Bruder und ich, wir wollen bestellen und ach, weißt du was, ich bestell dir einfach mal das und das mit. Okay, ja, danke schön, sehr, sehr cool. Und dann hat er mir tatsächlich ein Superbeat Xonic aus England mitbestellt, also von Amazon UK. Ich weiß, das ist nicht der teuerste Titel, ja. Also ich glaube, der liegt so bei 12, 13 Pfund rum, ja, aber es sind umgerechnet immerhin 15, 16 Euro und wie ihr seht, komplett versiegelt. Ja, das ist, ich sehe das absolut nicht als selbstverständlich. Super, super, super geile Channel-Spende. Das ist auch mein 12. letztes Spiel, sowas in die Richtung. 13. letztes, 12. letztes Spiel für, vor Vollendigung meines Vita-Sets. Und ich finde es einfach nur bombig geil. Super, super, super. Damit hast du mir eine riesengroße Freude gemacht. Dankeschön. Ich werde gar nicht fertig. Ich werde nicht fertig. Ich glaube, wir machen schlicht und ergreifend für diese Woche an dieser Stelle Schluss. Es ist schon zu viel. Ich glaube, ich labere schon seit 20 Minuten mit dem Mund fusselig. Und ihr seid wahrscheinlich schon alle weggepufft und eingeschlafen und hast ja nicht gesehen. Ich sage jetzt einfach mal ganz kurz und knapp, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.